Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed, zu Borderlands 2! Entschuldigung, ich war noch gerade in der Assassin's Creed Aufnahme vom Kopf her. Wir machen weiter. Ich bleibe im normalen Modus. Denn wir machen jetzt nicht das, was wir geplant haben, nämlich die zwei letzten Missionen, die noch hier fehlen, um den normalen Modus komplett zu beenden, also was normalen Bereich anbetrifft, sondern wir machen jetzt wie folgt, wir gehen in den Missionsbereich, ich mache ein paar Mal Q, so, und sag euch, Battle's Cry of Battle's Unity? Nicht entdeckt? Fragezeichen? Okay, da muss ich dann nochmal gucken. Aber wir haben ja ziemlich viel Abgeschlossenes. Okay, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz mein Hirn sortieren. Was ich sagen wollte, oder eigentlich sagen wollte, ist, wir machen jetzt das neue DLC, der Kampf um Sanctuary. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Ich weiß nicht, was kommen wird. Das Einzige, was ich weiß, ich werde nicht mit dem Raketenwerfer reißen. In der Hand, weil das kommt blöd, wenn ich dann so ankomme. So, mal sehen. Fight for Sanctuary. Was da los ist. Okay, wir kommen jetzt wo an? Zur Zeit hier hinten. Warte mal, das ist doch der... Welcher Bereich ist das? Das ist der Bereich hinter dem Hauptgebäude, wo wir immer Missionen uns angenommen haben, bis jetzt. Achtung, Spoiler, Warnung, die Handlung dieses DLCs, Kampagne, spielt nach den Ereignissen von Borderlands 2. Wir empfehlen dringend, dass Borderlands 2 abschließt, bevor du fortfährst, um Spoiler zu vermeiden. Willst du zuerst andere Inhalte abschließen, benutze eine Schnellreisestation in der Nähe, kehre zurück und gehe durch die Tür, wenn du bereit bist zu beginnen. So, wir haben ja bereits die Story vollständig abgeschlossen. Klar, wir müssen das noch ein paar Mal machen, die Kampagne durchspielen, wie auch auf den wahren ultimativen Kampagnenmodus und alles weiter. Aber ich möchte jetzt auch ganz gerne wissen, was uns erwartet. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, das DLC kostenlos zu kriegen. Das hat sich mir immer noch hier erklärt. Ich weiß nur, dass ich mir irgendwann mal die DLCs alle nachgeholt habe, bis auf den Season Pass. Den besitze ich nicht. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen durch die Tür. Oh, hallo. Lange nicht gesehen, oder? Du hast dich sicher gefragt, was aus unseren Kammerjägern geworden ist. Ich erzähle es dir. Nach Handsome Jacks Tod und dem Sturz von Hyperion herrschte Frieden auf Pandora, soweit das geht. Da ihre Mission erfüllt war, richteten die Crimson Raiders ihre Augen auf die Sterne. Du erinnerst dich an den Kammerschlüssel, oder? Diese Karte mit den schwebenden Hologrammen, hm? Die Kammerjäger glaubten, dass sie damit zu Kammern in der Galaxis kämen. Nur vergisst man beim Blick nach vorne oft, auf das zu achten, was hinter einem ist. Commander Liv, the fight for Sanctuary. Ja, ich bin mal wieder still, weil es geht noch weiter mit der Kanzel. Ich verstehe nicht, warum wir noch auf Pandora sind. Wir sind den Kammern keinen Schritt näher gekommen. Diese Karte ist die größte wissenschaftliche Entdeckung der Menschheit. Und Mordecai nutzt sie als Untersetzer. Na und? Wir wissen immer noch nicht, um welche Planeten es geht. Ich fliege nur ungern, Blend. Sanctuary wird nur durch Klebeband zusammengehalten. Schafft's kaum in der Luft zu bleiben und sicher nicht den Planeten zu verlassen. Wir müssen etwas tun. Die wollen die Raiders auflösen. Viele meinen, Pandora braucht uns nicht mehr, seit Jack weg ist. Wir brauchen einen Anführer. Sie will den Job nicht mehr, Mann. Und kannst du's ihr verübeln? Wenn man sagt, was zu tun ist, werden manchmal Leute dabei verletzt.
keine Wahl zu treffen, ist auch eine Wahl. Also, wir haben keinen Plan, kein funktionierendes Schiff und eine Limo-Dose auf dem Kammerschlüssel. Lil, wir brauchen eine Entscheidung. Was denkst du? Ellie? Das sind nicht die Triebwerke, Lil. Hier ist Lilith. Sanctuary wird angegriffen. Alle Zivilisten sollen sofort die Stadt verlassen. Crimson Raiders, zu mir. Hab sie im Visier. Okay, mal sehen, wie es jetzt hier abgeht. Und ich würde sagen, ich spring gleich ins Geschehen. Wo sind diese? Wow. Okay, jetzt läuft's. Das könnt ihr vergessen, Bastarde! Ich will Blut trinken und Limo! Alles muss sterben! Okay, bis jetzt ziemlich interessanter Anfang. Kann gerne so bleiben. Und ich bin auch ein bisschen surprised von dem eigentlichen Geschehen hier gerade. Wir werden angegriffen. Du weißt, was zu tun ist, Kammerjäger. Okay. Mach sie fertig, Kammerjäger. Da kommen immer mehr. Okay. Bis jetzt sind das Typen, die uns nerven anscheinend, Lilith. Aber wir werden es noch herausfinden, früh genug wahrscheinlich. Das ist unser Zuhause. Vertreibt sie. Oh, da ist kurz geruckelt. Ich bin still. Verdammt, sie wollen den Kammerschlüssel. Lilith, es sind so viele von diesen Scheißkerlen. Hier ist Lilith. Alle Crimson Raiders, zurück zur Basis. Sag mir einfach nur, was mein Ziel ist. Komm schon. Es wird Zeit, die Welt zu verändern. Wessen Limo ist das? Okay, schöne Katzin, mal so nebenbei. Wessen Limo ist das? Aber das gefällt mir so gar nicht gerade, was da gerade passiert ist. So überhaupt nicht. Okay.
Alles in Ordnung, Killer? Ich habe so viele wie möglich aus Sanctuary geholt, aber es war ziemlich hektisch. Sieht aus, als wären die Crimson Raiders jetzt in der Gegend verstreut. Das waren keine Banditen, die uns angegriffen haben. Das waren ausgebildete Soldaten. Und dieses Gas hat die Menschen in Monster verwandelt. Finde du ein Basislager. Ich suche die anderen. Wir versammeln die Truppen und holen uns Sanctuary zurück. Locker bleiben, Feiglinge. Hier ist Colonel Hector von der neuen Pandora-Armee. Ihr könnt jetzt aufhören, wegzulaufen. Ich habe, was ich wollte. Sanctuary und der Kammerschlüssel gehören wieder mir. Ehrlich gesagt hatte ich ein besseres. Wisst ihr, früher mal war Sanctuary der Stolz von Dals Minenflotte. Jetzt ist es wirklich sehr verfallen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber ich war so frei, einige Upgrades vorzunehmen. Im Klartext für euch. Deckung. Zurück, ihr Pflanzenpenner! Das ist mein Königreich! Ich habe es zuerst besetzt! Bro! Unbekannt. Diese Pflanzenfreaks sind zurück! Okay, okay, wer rettet mich? Jeder, der nicht gerade Blätter im Maul hat, soll verdammt nochmal ich rufen! Ich! Kapier ich jetzt nicht. Was ist das? Ich höre blutrünstige Mordlust und ich liebe es! Wer du auch bist, mysteriöser Bandit, töte! Töte! Töte diese Pflanzenfreaks und wende das Blatt! Okay, habe ich da gerade 1000 Schieß mich tot an. Wie sieht es mit dem Blatt aus, ha? Immer noch am Wenden? Ja, verdammt! Schnetzle diese Pflanzenpenner in Stücke! Mein geheimnisvoller Retter! Gute Arbeit! Okay. Wer's gezeichnet? Gern geschehen. Aus Zirkus und Bar und genieße eine uralte Pizza mit verwässertem Alkohol. Ein klasse Lebensstil, Leute, aber er hat euch weich gemacht. Eine Armee, verrottet von oben nach unten. Ich habe meine Leute aus dem Ruin geführt, ihnen etwas gegeben, woran sie glauben konnten. Deshalb folgen sie mir. Wir sind neu, Pandora. Wir sind die Männer, die sich krumm buckelten für ein versprochenes Paradies. Aber man hat es uns gestohlen. Jetzt holen wir es uns zurück, angefangen mit eurem Schiff und eurem Schlüssel. Jetzt steht das Paradies bevor. Und wenn ich das Leben aus jedem Einzelnen auf diesem Planeten herauswirken muss, um es zu erreichen, dann werde ich das tun. Okay. Mal gucken, was ist das hier? Geht nicht.
Schlubi, wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, wenn ein Bereich markiert ist, dass irgendwo dort was sein soll. Oder was zu erledigen gilt. Hier ist ein Knopf, macht der irgendwas? Nö. Okay, ich bin mal wieder ruhig. Verdammt! Ein Kammerjäger! Nur Spaß! Okay! Okay! Das ist, das ist doch... Sieht man da ein bisschen mehr an, als an den Anblick, den ich mich erinnere. Zitat, Kronk Let's Play. Langsam, langsam. Keine voreiligen Schüsse auf mich, okay? Ich heiße Vaughn. Ja, ich weiß, wir sollten sowas wie Todfeinde sein, aber ich weiß auch nicht. Der Feind meines Pflanzenfeindes ist mein Freund, oder? Ja, genau so sieht es aus. So, als hätte dich Hector auch rausgeworfen, was? Tja, wir sollten unsere Kräfte vereinen. Willkommen in meinem Lager, dem Backburner! Hä? Hectors Pflanzenfreaks können jeden Moment zurück sein. Wir sichern besser das Lager, Kammerjäger. Die Firewall des Backburners wurde zerstört. Ich rede von echtem Feuer. Wir müssen die Sicherheitsrelais zurücksetzen, damit die Firewall wieder brennt. Ich habe auch mal eine Kammer geöffnet. Habe mich vom Hyperion-Buchhalter zum Kammer-Typen und dann zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet. Lange, aber wirklich berührende Geschichte. Erzähle ich dir mal irgendwann beim Grillen. Ich und mein Banditenclan haben drüben im Wrack der Helios-Station gelebt. Dann tauchte Hector auf und befahl uns, ihm unsere Moonshot-Kanonen zu geben. Aber wir so, kannst du vergessen, Bro! Und dann ist es nicht so gut gelaufen. Wir haben versucht, Hectors neue Pandora-Armee zu bekämpfen, aber wir hatten keine Chance gegen sie. Ich hätte meinen Clan wahrscheinlich mit mehr als nur Hyperion-Laserfoltern ausrüsten sollen. Lektion gelernt. Tja, ja. Ich und die Überlebenden haben uns hier versammelt. Wir bereiteten uns darauf vor, Helios wieder einzunehmen, als Hector einen Gasangriff startete und alle außer mir in Pflanzenfreaks verwandelte. Jetzt stolziert dieser Typ herum, als wäre er Megapräsident von Pandora. Naja, egal. Weißt du, Pandora ist wie die Luft oder Fleisch oder Unterwäsche. Es sollte geteilt werden. Schön, dass er es so sieht. Ach so. Ja, okay. Super. Prima, jetzt kannst du das letzte Relais neu starten und die gute alte Firewall geht wieder in Flammen auf.
rüber und falls Leute aus meinem Clan überlebt. Leute aus meinem Clan überlebt haben, dann kommen sie angerannt, wenn sie ein Feuer sehen. Das tun sie immer. Das ist so cool. Du hast es geschafft! Wenn Hector noch mehr Pflanzenfreaks schickt, sind wir bereit. Es ist eine Dis- Mach deinen coolen Spruch selber! Gut gemacht! Wie wär's jetzt mit einem Blutpakt? Dann steh doch erstmal auf dafür. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich mit einem dreckigen, stinkenden Kammerjäger wie dir zusammentun würde. Aber Pflanzenfreaks und Gasangriffe erfordern verzweifelte Maßnahmen. Dieser Penner Hector, den Kerl machen wir fertig. Blutpakt! Okay. Oh. Und jetzt hängt sich natürlich genau jetzt auf, oder was? Grandios. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ja. Okay. Bleibt nicht viel zu sagen, außer dass, ja, hat ein bisschen gedauert, ne? Ich bin immer zu gierig beim Einsammeln, merke ich so langsam, Leute. Gut. Mal sehen, was wir jetzt noch alles bekommen. Oh, es läuft rund. Also in der Aufnahme nicht, aber im Spiel gerade. So. Grandios, und jetzt ruckelt's doch nochmal. Aber praktisch kann ich einen besseren Thumbnail machen. Okay. Moment. Ich mach was ganz Schlaues. Einmal kurz in die Grafik gehen, ihr kennt das ja, dann rattert er die Zahlen nochmal neu durch und so weiter und dann passt das alles wieder. Also super, hat funktioniert. Und bevor wir überhaupt mit Lilith und Co. reden können, wahrscheinlich... Gut gemacht mit dem Lager. Das wird dann wohl unser Zuhause sein, während wir herausfinden, wie wir St. Jerry zurückholen können. Das ist mein Lager? Hey Lil, tritt zurück, wenn du keinen Banditen an dir kleben haben willst. Ganz ruhig. Wir können alles teilen. Hey, willst du mal meine Glücksunterwäsche anziehen? Ich bin ganz Ohr. Ich teleportiere zurück nach Sanctuary und versuche Hector auszuschalten. Vielleicht kann ich die Sache noch in Ordnung bringen. Ja, Lilith, das mach mal. Wohl kaum. Ich komme nicht an ihn ran. Sanctuary ist mit Gas geflutet. Tennis, kannst du... Weiß auch nicht. Uns ein Gegenmittel mischen? Natürlich. Zuerst muss ich das Wesen dieser Mutationen verstehen. Ich brauche ein paar Pflanzengenitalien. Blüten. So werden sie auf eurem Bildungsstand genannt. Du hast sie gehört. Legen wir los. Mich würde eher interessieren, wo die beiden jetzt gerade sich hinbegeben. Nichts? Okay. Das war nämlich gerade eine ganz komische Nummer. Egal. Bevor wir aber damit weitermachen und was noch so in diesem DLC passiert, würde ich mal sagen, wäre es sehr schön von euch, wenn ihr den Kanal abonniert, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen und natürlich die Glocke oben aktiviert, geschweige denn unten, je nachdem, wo sie euch angezeigt wird. Und um wirklich in naher Zukunft wirklich gar nichts mehr zu verpassen, bitte bedenkt daran, jede Woche 12, 13 und 15 Uhr jeweils kommt ein Part von meinen Projekten und immer top aktuell, wenn ich gerade aufnehme, ist es nur, wenn ich gerade mal keine Vorproduktion gestartet habe. Ansonsten ist es eine Vorproduktion, dadurch, dass ich natürlich auch ein bisschen Privatleben haben möchte oder Schlaf oder anderes nachholen möchte.
Ansonsten entschuldige ich mich natürlich in aller Förmlichkeit für etwaige Ruckler, Tonaussetzer oder sonst was. Aber ihr unterstützt mich und so unterstütze ich euch natürlich auch. Heißt, sobald einer von meiner Community da draußen irgendwas mal haben sollte, schreibt es mir. Ihr helft mir, ich helfe euch. Wir sind eine große Community, wir halten zusammen, wir arbeiten zusammen. Und ja, ich weiß, das hört sich kitschig an, aber wie gesagt, so und nicht anders möchte ich eigentlich meinen Kanal ganz gerne aufbauen, dass wir als Community zusammenhalten und uns auch gegenseitig Ratschläge geben können. Und ich möchte auch ein bisschen wieder in mein altes Schema zurückkehren, dieses Erwähnen, wann welches Spiel rauskam, ein bisschen darüber schwärmen, ein bisschen darüber erzählen. Und. Aber das mache ich nicht in dieser Folge und das mache ich jetzt auch auf sicher nicht mehr in den letzten paar Sekunden dieser Folge. Wir können auf jeden Fall gerne alle immer mal in Kontakt treten, in Kontakt kommen. Das Wichtigste, was ich nur finde, ist, bitte ernst gemeinte Anschriften und nicht irgendein Kladderadatsch, wo ich mir dann denke, was soll denn der Schwachsinn? Okay? Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao!